Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Fullface Rival de Loop und Rival Loves Me. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein Teil der Produkte wurde mir zugeschickt von Rossmann, denn 2022 ist Rossmann 50 Jahre alt geworden und die haben zusammen mit diversen Creatoren 50 Jahre Rossmann, 50 Jahre Make-up-Entwicklung gefeiert, also Happy Birthday auf jeden Fall. Und da wurde ich angeschrieben, weil ja, auch Maxim ist mit bei den Creatoren am Start gewesen und er hatte mich vorgeschlagen, dass ich auch ein Päckchen bekomme. Und das macht mich glücklich. Also Dankeschön, lieber Maxim. Dann würde ich sagen, starten wir. Ja, die Sonne scheint so schön, Leute. Ich möchte das Fenster, ich möchte das nicht wegmachen hier. Das Fenster wegmachen vor allem. Rival Loves Me hat letztes Jahr mit Maxim die Holy Grails Limited Edition rausgebracht. Und da verwende ich jetzt den Primer. Außerdem habe ich die With Pleasure Drops aus der Rival de Loop Limited Edition. Das dürfte jetzt ziemlich glänzend in meinem Gesicht werden. Aber wir probieren die mal aus. Oder auch nicht, weil ich diese Tasche vor allem, ne, diesen Flakon nicht aufkriege. Sorry, Sandra, falls du das siehst, das war nicht meine Absicht, ne? Okay, ja, meine Zähne haben es überlebt. Wow, das sind so richtig Unicorn-Drops und die kannst du dir entweder so pur aufs Gesicht geben oder in die Foundation einmischen. Ich mag das halt gerne so direkt aufs Gesicht, sehr, sehr stark duftend. Aber ich mag Glow, das ist mein Ding, ne? Das ist aber angenehm auf dem Gesicht, also von der Optik her angenehm, ne? Weil ich habe jetzt nicht irgendwie so Glitzerpartikel oder so. Finde ich richtig cool. Lag ein bisschen lange bei mir im Schrank, genauso wie auch die Foundation von Rival de Loop. Das ist das Make-up-Kollagen, ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt in der Farbe 01 Natural Porcelain. Der Pinsel kommt, glaube ich, aus der allerersten Limited Edition von Rival Loves Me. Ja, die Farbe passt ganz gut, ne? Und diese Foundation sitzt jetzt auch nicht so schön auf meiner Haut wie die Hyaluron Foundation zum Beispiel von Rival de Loop. Also, ja, kann man machen, aber da muss ich nochmal gucken, ob ich das vielleicht ohne diese Unicorn Drops mal ausprobiere, wobei ich diesen Glow halt voll schön finde, ne? Aber vielleicht mal so mit diesem Nabla Skin Realist oder so, müssen wir mal schauen. Als Concealer habe ich den Color Correcting Concealer von Rival Loves Me in Waterproof, habe ich in der Farbe 02 Vanilla. Den habe ich offensichtlich schon ganz gut verwendet. Der ist nämlich schon recht leer. Naja, ein Drittel ist raus, ne? Ich finde, dass der so ein bisschen was macht, aber ich finde ihn jetzt nicht überragend, ne? Gut, als nächstes habe ich jetzt das erste Produkt, was ich in dem Paket drin hatte. Und zwar ist es von Rival Loves Me, der Color Changing Lipstick. Kann ich jetzt ja mal unten drunter ausprobieren, ne? Der schaut einmal so aus und ihr seht die Sonne. Hallo! Jeden Sonnenstrahl nimmt man mit, ne? Color Changing. Ich besitze sowas eigentlich gar nicht, weil ich bin kein Fan von Color Changing Produkten, aber na, gucken wir mal. Vielleicht ist der ja ultimativ, also der riecht auf jeden Fall richtig gut. Und der wird halt direkt pink, ne? Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Ja, ne? Das ist der Grund, weswegen ich sowas eigentlich eher weniger habe, aber kannst du bestimmt auch als Cream Blush oder so auftragen. Also der ist schon sehr, sehr, sehr pinky-flinky unterwegs, aber jetzt habe ich ihn halt mal da und jetzt habe ich mein Color-Changing-Produkt. Ist irgendwie auch ganz witzig. Jetzt habe ich hier ein Puder und zwar ein loses. Das ist das Brilliant Crush Brightening Under Eye Setting Powder. Ich glaube, dass es aus einer Limited Edition ist. Oder gab es das? Oder gibt es das im Standardsortiment? Weiß ich nicht. Habe ich mir auf jeden Fall letztens erst gekauft. Und ja, loses Puder nehme ich mit einem feuchten Schwämmchen und packe mir das unter die Augen. Dafür ist es ja gedacht, ne? Das ist schön, macht einen tollen Effekt, ne? Kann man sich echt gut reinziehen. Dann habe ich hier ein Puder, das hatte ich mir auch mal vor einer Weile geholt, aber noch nicht ausprobiert. Das Pro Collagen mattiert die Haut, verleiht einen natürlichen Teint. Bin ich mal gespannt drauf. In diversen Limited Editions haben wir auch immer so Pinsel mit drin, ne? Und damit trage ich jetzt einmal das Puder aufs Gesicht. Ich möchte das nicht zu intensiv machen, weil ich mag ja diesen Glow. Ich habe mir ja extra diesen krassen Primer aufgegeben. Also es ist kein super los oder sanft gepresstes Puder. Das merke ich halt, weil wenn ich mit dem Pinsel reingehe, ist es nicht so eine Staubparty hier, sondern ja, der Pinsel nimmt dann ein bisschen Produkt auf. Das finde ich positiv, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das mag ich gerne leiden. Ja, ein schönes Puder, was halt schon so ein bisschen mattiert, aber nicht zu sehr. Es hat halt schön abgepudert, das lässt den Glow vom Primer noch schön durchkommen, ne? Ich mag das.
tolles Puder. Könnte wirklich ein Dupe sein zu dem, müssen wir mal wirklich schauen, ne? Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder oder zu dem Nabla Dingspuder oder zu dem Catrice, was es nicht mehr gibt, Puder. Als nächstes wurde mir ein Staple-Produkt mit in die Box gelegt, was ich natürlich schon da hatte, von Riva Loves mit dem Tropical Bronzer in der Farbe 01 Waikiki. Der war ja so häufig in LAs drin und ja, so ein tolles Produkt. Ist jetzt ja auch mittlerweile im Standardsortiment, ne? Richtig, richtig cool. Den verwende ich auch gerne. Und das ist eine schöne Farbe. Den hat zum Beispiel auch der liebe Maxim hier in seinem Look. Und hier sehen wir zum Beispiel dieses Begleitheftchen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Oh Mann, ey. Claudi, was ist das denn hier? Und der Bronzer ist hier bei den 2000er blaue Cat Eyes mit Maxim. Da ist unser wunderschöner Mann. Für die 70er hat die liebe Nicole Böhm den ja, Riva Loves Me Blush auch in ihrem Look integriert gehabt. Maxim natürlich auch, ne? Er hatte den aber in der Glamorous Peach Variante. Pink Grapefruit hatte die Bob Fabulous Make-up auch bei sich mit reingepackt. Und für die 80er hat die liebe Paula Wolf die 2-in-1 Baked Rouge Highlighter Kombi mit reingepackt. Und ich würde euch mal einfach alle swatchen. Also hier haben wir den Pink Grapefruit, den ich persönlich sehr, sehr hell finde. Der ist matt unterwegs. Dann haben wir daneben Glamorous Rose, der hat einen Schimmer mit dabei. Ist mir persönlich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu hell irgendwie. Daneben haben wir den Glamorous Peach, den Maxim ja in seinem Look integriert hat. Den finde ich sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier den 2-in-1 Baked Rouge und Highlighter. Da habe ich aber nur den Rouge-Ton genommen. Ich nehme mir den Glamorous Peach, den Maxim ja auch vorgeschlagen hat und werde damit einfach ein bisschen mir einen Blush geben. Vielleicht, um da noch ein bisschen Blush-Blush-Effekt reinzubringen. Den matten Pink Grapefruit, muss ich mal schauen. Ja, wenn man die mischt, dann kriegt man da auf jeden Fall ein noch schöneres Tönchen. Ja, ich mag ja gerne einfach, wenn man Blush auch ein bisschen mehr sieht, ne? Ist wie es ist, bin ich ehrlich, bin ich halt so Blush-Mädchen-mäßig unterwegs. Und als Highlighter nehme ich dann hier aus diesem Duo den Highlighter, der da halt einfach drin ist. Und gebe mir den so ein bisschen on top. Ja, ein bisschen ist gut, ne? Damit strahlt man bis zum Mond und wieder zurück, finde ich gut. Ich glaube, das müsste aus dem Standardsortiment sein. Der Eyebrow Pencil von Riva Loves Me in der Farbe 01 Natural Blonde. Der kommt jetzt natürlich auf die Augenbrauen drauf. Und das ist einfach ein Stift zum Anspitzen, so ein ganz klassisches Produkt, ne? Zum Fixieren habe ich jetzt so kein Produkt, deswegen nehme ich hier meinen Liebling 24 Hours Bronzer davon, Benefit. Ja, das sind jetzt die Augenbrauen und jetzt kommen wir zu den Lidschatten. Oh mein Gott, da habe ich eine ganz tolle Auswahl. In dem Paket habe ich einige Lidschattenpaletten gefunden, aber eine, die mich ganz besonders interessiert. Und das ist hier von Riva Loves Me, die Eyeshadow Collection. Die war auch, glaube ich, mal in der LE. Die ist jetzt in der Farbe 02 Paradise. Und damit möchte ich gerne einen schönen Look schminken, denn ich habe auch noch einen Liquid Shadow hier, mit dem ich das Ganze auch kombinieren möchte. Ja, wir bekommen heute Besuch von meiner Schwiegermama in Spe und meiner Schwiegeroma in Spe. Das wird spektakulär, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das im Sinne von, wir bringen denen schon bei, dass das normal ist, wie ich dann aussehe. Ich starte einfach mal mit diesem Orangeton hier und den gebe ich mir in meine Lidfalte rein. Ich möchte das ein ganz kleines bisschen verdunkeln mit diesem Braunton hier oben. Das mache ich nur so ein bisschen hier außen und ganz, ganz leicht in der Lidfalte. Die haben irgendwie alle auch Schimmer mit drin. Interessant. Durch die Lady Bob Fabulous Make-up haben wir auch diesen Liquid Eyeshadow in Blau mit drin und den werde ich jetzt anwenden, Leute. Das wird jetzt natürlich krass, aber das ist mehr so die Base. 04 Into the Universe ist die Farbe und im Prinzip ziehe ich mir jetzt hier mit einer Cut Crease. Kann man mit einem Pinsel entsprechend verfeinern und das hätte ich mir einfach mit dem Blau aus der Lidschattenpalette. Mit der anderen Seite des Pinsels nehme ich das Gold auf und gebe mir das so in den Innenwinkel und auch in das innere Drittel. Und nach außen nehme ich dieses schimmernde Braun, was da auch noch in der Palette mit drin ist. Kann man definitiv machen, ne? Jo. Ich habe jetzt an den unteren Wimpernkranz noch ein bisschen das Dunkelbraun gegeben. Dann habe ich mir ein Fixing-Spray aufgetragen, meine Wimpern gecurlt und einen Eyeliner gezogen. Und jetzt kommen wir zur Mascara. Da werde ich jetzt auf der einen Seite die Make Them Jealous von Riva Loves Me verwenden und auf der anderen die Fantastical von Riva de Loop. Ich finde nämlich, dass sie sich ziemlich ähnlich sehen. Das sind beides Gummibürstchen, beides bananenförmige Bürstchen, beide ziemlich interessante Geschichten da dran. Also sieht sehr ähnlich aus, oder? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht.
dritte Schicht. Nun ja, also ich glaube, ich weiß nicht, neidisch mache ich jetzt nicht unbedingt mit dieser Mascara irgendwen. Und Fantastic Curls ist es jetzt auch nicht. Also da gibt es definitiv bessere, wobei man auch sagen muss, wir sind hier in einem recht günstigen Bereich, dafür ist es vollkommen in Ordnung. Aber da kann man genauso gut von Catrice die Mascaras nehmen. Die sind auch gut, ne? Aber ja, wenn, dann würde ich mich für die hier entscheiden, ne? Die ist definitiv besser, auch wenn die hier ein bisschen geschmiert hatte. Da kannst du dir aber einfach so ein Spoolie nehmen, wenn das angetrocknet ist, und kannst das wegbürsten. Aber die hier, die Fantastic Curl von dieser Seite, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Also die ist definitiv besser. Was meint ihr? Jetzt fehlen nur noch die Lippen. Da habe ich hier einen Lip Liner in der Farbe 14 Chestnut von Riva Loves Me. Das ist einfach eine zum Anspitzen. Mutig, mutig. Maxim hatte sich darüber einfach einen Gloss gegeben. Das wäre mir persönlich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen zu heftig, jetzt gerade, weil ich die Augen auch so heftig geschminkt habe. Ich habe jetzt hier in der Farbe Desert Storm Nummer 11 von Riva Loves Me einen Lippenstift. Den gebe ich da mal drüber. Der ist einfach in einem klassischen Nude-Tönchen. Wobei, nee, der ist auch noch ein bisschen rot, ne? Das fühlt sich angenehm auf den Lippen an. Und witzig, wie der sich auch mit dem Lip Liner so vermischt, ne? Also eine schöne Geschichte. Ich finde den Look auch wirklich tragbar. Ich habe jetzt gerade meinen Schmuck komplett unten, deswegen kann ich jetzt gerade leider keinen Schmuck anziehen. Aber ich glaube, ihr kommt auch so mit dem fertigen Look klar. Ja, mein Gesicht ist deutlich dunkler als mein Hals und mein Dekolleté. Damit müssen wir jetzt leider leben. Aber ich finde, dass der Look schön ist. Und ich finde, dass es nicht danach aussieht, als würde ich mich mit Rival Loves Me, Rival de Loop schminken. Ne, das sieht schon stimmig aus. Sieht schön aus. Ich mag wirklich, wie meine Haut jetzt auch aussieht. Das ist eine gute Geschichte. Und auch wenn meine Augen etwas bunt unterwegs sind, glaube ich, dass meine Schwiegermutter und meine Schwiegeroma in Spee das irgendwie ganz cool finden werden. Nochmal Happy Birthday an Rossmann und vielen, vielen Dank für die Zusendung von dem Paket. Und ja, das war es jetzt hier von mir. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!